Wow, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid und das mitten in den Ferien. Wir freuen uns. Ich möchte gerne heute über eine der wichtigsten Aussagen sprechen, die der Messias Jesus je in seinem Leben hier auf der Erde getätigt hat. Und das Besondere bei diesem Vers, den wir uns anschauen, dass er was direkt mit dir und mit mir zu tun hat. Das heißt, wenn du heute hier bist, ja, es ist voll für dich. Für jeden hier, für jeden am Livestream und für uns alle. Und das Besondere an diesem Vers ist, weil jemand hat diesen Vers aufgeschrieben, der ein ganz, ganz besonderer Mensch war. Ein Apostel. Und die Theologen meinen, dass dieser Mann wahrscheinlich derjenige war, der am engsten an Jesus dran war, der Jesus am besten verstanden hat und gekannt hat und dass er irgendwo am meisten gespürt hat, worum es Gott und worum es Jesus eigentlich geht. Und das ist Johannes, der Apostel der Liebe. Ja, wir kennen ihn gut, der beim Abendmahl an der Seite von Jesus gesessen ist und seinen Kopf an sein Herz gelegt hat und den Herzschlag von Jesus gespürt hat. Und heute Morgen wäre es mein Wunsch, dass wir alle zusammen hier sowas machen wie der Apostel Johannes, dass wir unser Ohr an das Herz von Jesus legen und so ein bisschen seinen Herzschlag spüren, was ihm für dich und für mich wichtig ist. Und das schauen wir uns mal an, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt mal mit auf Johannes Evangelium, Kapitel 13, Vers 35, 34 und 35. Und da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, auf das gleich wie ich euch geliebt habe, genauso auch ihr einander lieb habt. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Daran werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid oder meine Nachfolger seid. Soweit Gottes Wort. Hey, wenn Jesus so etwas sagt, dass die ganze Menschheit, alle Menschen von dem berührt werden sollen, dann muss es etwas Wichtiges sein, oder? Und deswegen schauen wir uns diese zwei Verse mal im Detail an. Kurz mal sechs der entscheidenden Dinge, die Jesus hier sagt. Punkt Nummer eins. Jesus sagt, es geht um ein göttliches Gebot. Wir reden heute nicht über etwas, was so eine Option ist, sondern es geht um einen Auftrag, den Gott allen seinen Leuten gibt, auf der ganzen Welt. Und ich rede jetzt von 1 bis 2 Milliarden Menschen, die jetzt in diesem Augenblick von diesem Wort besonders angesprochen sind, weil sie sind Söhne und Töchter von Gott. Es ist also ein Auftrag, ein Gebot. Das Zweite, was Jesus hier sagt, ist sehr spannend. Er sagt, es geht um Beziehungen. Das heißt, um deinen Kontakt mit deinem Bruder und deiner Schwester. Mit anderen Worten, es hat was mit dir und mit mir ganz persönlich zu tun, wie wir miteinander umgehen. Das ist Gott wichtig. Und das Dritte, was Jesus hier sagt, er sagt, es geht um Liebe. Und nicht um irgendwelche sexuelle, erotische Liebe, sondern es geht um göttliche Liebe, mit der wir miteinander lernen sollen, umzugehen und sie an andere weiter schenken sollen. Und das Vierte, was Jesus sagt, er sagt, es geht auch um mein Vorbild, um das Vorbild von Jesus. Jesus sagt, so wie ich euch geliebt habe, also den Petrus und den Johannes und den Jakobus und alle seine Jünger, genau wie ich euch geliebt habe, euch die Füße gewaschen habe, für euch da bin, euch gelehrt habe, euch gezeigt habe, wie sehr der Vater im Himmel euch lieb hat, so sollt ihr einander auch lieben. Und zwar alle miteinander. Und das Fünfte, was Jesus sagt, das ist total spannend und das Thema unseres heutigen Morgens. Er sagt, und die ganze Menschheit, alle Menschen werden, wenn ihr das tut, erkennen, dass ihr meine Jünger seid.
Es wird ein Zeugnis sein vor der ganzen Welt um euch herum. Alle werden an eurer Liebe als Brüder und Schwestern zueinander erkennen, dass ihr meine Jünger seid, meine Nachfolger. Die werden merken, die sind anders als Menschen, die Gott nicht kennen. Lass mich mal hier was ganz kurz prophetisch für unsere Zeit jetzt sagen. Jesus hat vorhergesagt für unsere Zeit, dass etwas kommen wird, wo die Liebe der Menschen in dieser Welt schwieriger werden wird. Im Griechischen hat er das so ausgedrückt, die Liebe von vielen Menschen wird erkalten. Das heißt, übersetzt an deiner Arbeitsstelle, in der Schule, an der Uni wird man merken, dass Menschen rauer miteinander umgehen. Nicht so warmherzig, nicht so liebevoll, nicht wertschätzend und hochachtend. Und Jesus sagt, bei euch, in meiner Kirche, bei meinen Söhnen und Töchtern, bei meinen Freunden, Brüdern und Schwestern, soll es genau anders sein. An der Liebe, die ihr zueinander praktiziert, sollen alle Menschen erkennen, wer euer Herr ist. Dass ihr meine Nachfolger seid, dass ihr tut, was ich euch sage. Das hat mein Herz berührt, dass alle Menschen in Deutschland, Schweiz, Österreich, Europa, auf der ganzen Welt durch die Söhne und Töchter von Gott die Augen geöffnet bekommen sollen für das, wie Gott ist und wer er ist. Und das Sechste, das hat mich auch total berührt, Jesus sagt, es geht darum, dass alle mitmachen. Also mit anderen Worten, du auch und ich auch. Jeder hier, jeder am Livestream, alle Söhne und Töchter in ganz Deutschland, die Gott lieb haben, alle Freunde des Himmels, alle Nachfolger von Jesus, alle sollen mitmachen. Und ich lade uns alle heute Morgen ein, dass wir uns anschnallen und mitmachen bei diesem großen Auftrag. Ja, ihr Lieben, das war die Predigt von heute Morgen. 6 Punkte, bam, das war sie. Jetzt erzähle ich euch mal die Geschichte vom Apostel Johannes weiter. Vor 2000 Jahren war der Johannes dabei, als Jesus diese Worte gesagt hat. Er sagt, daran wird die ganze Welt erkennen, wenn ihr euch einander liebt. Das ist mit das Allerwichtigste. Denkt dran, Johannes. Und Johannes saß zu den Füßen Jesu und schrieb das alles mit. Und später hat er es dann im Evangelium niedergeschrieben und es wurde verbreitet auf der ganzen Welt. Und irgendwas, als Johannes etwa 90 Jahre alt war, also mit anderen Worten seit etwa 60 Jahren mit Jesus unterwegs gewesen war, vielleicht auf Patmos, so genau das wissen wir nicht, auf dieser Insel in der Nähe von Griechenland, da war er im Exil, in Verbannung, vielleicht auch woanders, das wissen wir nicht so ganz genau, wir wissen auch nicht genau das Jahr, wann er das getan hat, bekam er eine erneute Inspiration vom Heiligen Geist. Und er spürte in seinem Herzen, ich kann euch nicht erklären, wie das war, aber da muss etwas passiert sein, er spürte in seinem Herzen, er muss noch mehr schreiben zu dem, was Jesus 60 Jahre vorher live ihn und die anderen Apostel gelehrt hat. Er spürte so eine Dringlichkeit, so eine Wichtigkeit, so eine Bedeutung, und er schrieb alles auf, was der Heilige Geist ihm inspiriert hat. Und das, was da an Heilig-Geist-Inspiration kam, schrieb er nieder unter dem, was wir heute den ersten Johannesbrief nennen. Und in diesem ersten Johannesbrief, er schrieb noch einen zweiten und einen dritten und auch die Apokalypse, aber heute geht es um diesen ersten Johannesbrief, da schrieb er im Detail alles auf, wie Bruderliebe, Geschwisterliebe funktioniert und wie die ganze Menschheit ein Zeugnis bekommen soll, unseren Einfluss erleben soll, weil wir lernen, einander zu lieben. Und jetzt ist mir Folgendes passiert. Die Woche saß ich da an meinem Schreibtisch, und ich las den ersten Johannesbrief und ich dachte, wow. Wer hat in der letzten Woche den ersten Johannesbrief gelesen? Darf ich mal die Hand? Wow, eine Person? Okay. Und das ist keine Sünde, wenn du ihn nicht gelesen hast, weil du hast sicher 40 andere Kapitel gelesen in der Bibel. Und
ich las den Johannesbrief und dachte, wow. Das hat mir noch nie jemand gesagt, habe ich noch nie irgendwo gehört. Aber ich dachte, der erste Johannesbrief ist wie eine Erklärung von dem, was Jesus vor 2000 Jahren seinen Aposteln beigebracht hat. Und dann las ich ihn nochmal und ich las ihn nochmal und nochmal und dachte, wow. Und dann fing ich an, etwas zu tun, was ich liebe. Ich habe genau nachgezählt, wie viele Verse stehen im ersten Johannesbrief in diesem Schriftstück vom Johannes über die Liebe. Und ich habe nachgezählt, es waren über 30 Schriftstellen in diesem kurzen Brief. Das heißt, in 5 Kapiteln, fast in jedem Kapitel etwa durchschnittlich 6 Verse nur über die Liebe. Wie wir einander lieben. Und von diesen 30 und mehr Versen sind 17 Verse, muss man sich vorstellen, 17 Verse in diesem winzigen Brief, die erklären und die uns Erleuchtung geben über das, was Bruderliebe ausmacht, Geschwisterliebe, Bruder und Schwester. Ja, sind die Schwestern immer mit gemein? Es ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Ja? Wenn im Griechischen Adelphos steht oder Adelphoi, besser gesagt, die Pluralform von Brüderlein und Schwestern sind immer beide gemeint. Nicht nur Brüderleins, sondern Brüderleins und Schwesterleins. Okay? Das ist ganz wichtig. Und da stehen 17 Verse drin, die uns erklären, wo Johannes Offenbarung hatte, weitergehende Offenbarung über das, was Jesus damals seine Jünger gelehrt hat. Und heute Morgen dachte ich mir Folgendes. Wir kommen ja nicht hierher, um einfach nur eine nette Predigt zu hören. Stimmt's? Das kannst du auch daheim. Hier kannst du Eis essen nach dem Gottesdienst und eine Butterbrezel und Cappuccino zu dir nehmen. Das kannst du daheim auch, aber nicht so schön wie hier. Du kannst auch daheim dich einklicken am Livestream. Das tun auch jetzt ganz viele gerade. Aber was eigentlich hier passiert in diesem Augenblick, in dieser halben Stunde ist, wir sind ein riesiges Trainingszentrum. Ein Trainingslager, wo Gott durch sein Wort uns trainiert, wie wir als Christen in dieser Welt besser leben können. That's it. Das ist, was hier passiert. Das heißt, wir kommen hierher und wir wollen trainiert werden, damit wir besser unseren Job machen können als Söhne und Töchter von Gott. Und die, die noch keine Söhne und Töchter von Gott sind, die die Herrlichkeit Gottes noch nicht so erlebt haben, die kommen hierher, damit sie Söhne und Töchter Gottes werden können. So. Und jetzt habe ich mir Folgendes gedacht, was wir eigentlich sonst nie hier machen. Aber ich würde es gerne heute in dieser Ferienzeit mal machen. Ich würde gerne mal mit euch durch den ersten Johannesbrief durchgehen. Und du wirst gleich merken, das wird sehr, sehr spannend, sehr überraschend vieles, sehr durchblickgebend, dass wir alle 17 Verse uns nur ganz schnell im Schnelldurchlauf, ich lese sie fast nur vor, anschauen, was Johannes über die Liebe von Brüdern und Schwestern sagt, wenn wir einander lieben oder wenn wir einander nicht lieben. Und wenn wir am Ende sind und die 17 Verse uns angeschaut haben, werden wir da sitzen und sagen, wow, das ist ja viel wichtiger, als ich dachte. Are you ready? Können wir loslegen? Dann machen wir das jetzt. Und ich habe es in 3 Blocks aufgeteilt, so ihr könnt 3-mal klicken, dann habt ihr alle Verse über Bruderliebe aus dem ersten Johannesbrief immer bei euch und könnt drauf gucken und sagen, so will ich leben. Fangen wir mit dem ersten an. Wer seinen Bruder liebt, ihr seht übrigens am Ende immer den Vers, das Kapitel und den Vers, könnt also daheim nachlesen und meine Hausaufgabe wäre auch, dass jeder mal den ersten Johannesbrief liest, okay? Sehr inspirierend. Wer seinen Bruder oder seine Schwester liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Was heißt Licht in der Bibel? Johannes beschreibt es ein Kapitel vorher. Er sagt, Gott ist Licht. Und wer seinen Bruder und seine Schwester liebt, bleibt in Gott, bleibt in Verbindung mit Gott. Und nichts Anstößiges, da steht im Griechischen das Wort Skandalon, also nichts Skandalöses ist an ihm. Und Skandalon heißt eigentlich, du tappst nicht in jeden Fettnapf rein. Ist das nicht schön?
Wenn du deinen Bruder liebst, tapfst du nicht mehr in jeden Fettnapf rein. Herzlichen Glückwunsch. Wer aber seinen Bruder hasst, 2 Vers 11, ist immer noch in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. In dem Moment, wo Menschen, die Christen sind, ihren Bruder oder ihre Schwester hassen, verlieren sie die Orientierung. Sie wissen nicht mehr, wohin sie gehen. Und Finsternis bekommt Raum in ihrem Herzen. Und das ist nicht, was wir wollen. Das ist wirklich nicht, was wir wollen. Drittens, hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Oho, eine Polarisierung. Ja? Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder oder seine Schwester lieb hat, der ist nicht aus Gott. Das heißt, der empfängt keine Inspiration von Gott aus seinem Herzen. Der ist wie abgeschnitten von Gott. Wow. Viertens, und dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Und das finde ich interessant. Lass mich einen Satz dazu sagen. Offensichtlich war es bei den ersten Christen, bei Johannes so, dass wenn Menschen zum Glauben kamen, Christen wurden, aus der Heidenwelt in das Reich Gottes reinkamen, gleich am Anfang wurden sie trainiert und unterwiesen und gelehrt, dass es eines der wichtigsten Dinge ist, dass sie die Brüder und die Schwestern, die Familie Gottes lieb haben, von ganzem Herzen. Auch die, die nicht zur eigenen Kirche gehören. Amen. Bitte sag ein lautes Amen an dieser Stelle. Das ist ganz, ganz wichtig. Das war gleich am Anfang dran für alle Christen vor 2000 Jahren. Das Erste, was sie lernen mussten, war mit Brüdern und Schwestern zu lieben. Sagen, ja, Moment, Peter, ich möchte mal die Predigt an dieser Stelle unterbrechen. Ich sage, ja. Sag, Peter, du weißt nicht, dass es aber Brüder und Schwestern gibt, die haben richtig Macken. Heute Morgen nach der Predigt kam jemand ganz aufgeregt zu mir und sagt, Peter, du weißt aber nicht, da gibt's jemand. Ich wollte mich versöhnen, aber der wollte nicht. Da sage ich, ja, das kenne ich auch. Ich kenne Brüderlein und Schwesterlein, die haben sogar riesige Macken. Und inzwischen, weil ich ja viele Jahrzehnte schon im Dienst bin, weiß ich, dass es niemanden gibt, der keine Macken hat. Inklusive mir. Dass ich manchmal vor lauter Balken, ich sehe den Splitter, aber den eigenen Balken siehst du nicht. Ihr Lieben, wir haben alle Macken. Und wir haben hier kein Paradies auf Erden. Kirche bedeutet nicht, dass wir vollkommen sind im Umgang miteinander. Aber wir werden immer besser. Und wir lernen zu lieben. Wir lernen zu segnen. Wir lernen zu ertragen, weil die Liebe erträgt alles, hofft alles, glaubt alles. Die Liebe ist geduldig, sanftmütig. Die Liebe ist freundlich. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Das ist Liebe. Aber Peter, du weißt nicht, manchmal ist es schwer. Ja, manchmal ist es schwer zu lieben. Auch in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule. Nirgends steht, dass es immer einfach ist zu lieben. Jesus sagt, und er liebte sie bis ans Ende. Und da steht geschrieben, dass er sein Leben hingegeben hat am Kreuz. Aus Liebe. Liebe ist nicht immer einfach und schmerzfrei. Im Gegenteil. Wer viel liebt, erlebt auch viele Schmerzen. Amen. Gehen wir doch einfach weiter. Was haltet ihr davon, dass wir weitermachen? Von Anfang an haben das die ersten Christen gehört. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und jetzt Achtung, und seinen Bruder ermordet hat. Come on.
Der Johannes schreibt es über die Church damals, über Christen. Also du kannst andere Brüder und Schwestern ermorden. Ich meine, das würden wir sofort merken, wenn du hier mit dem Dolch einen ermorden würdest. Aber mir kam sofort, hey, man kann auch andere umbringen mit seinen Worten. Worte können töten. Weißt du auch, dass Blicke töten können? Blicke können töten. Und ihr Lieben, das ist das Gegenteil von Lieben. Das heißt, andere kaputt machen, töten, fertig machen. Und das gehört nicht in deinen und meinen Werkzeugkasten rein. Wir sollen lieben, ehren, wertschätzen, den anderen segnen, ihm Gutes tun. So sieht das Wort von Jesus praktisch aus. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben, in das göttliche Zoe-Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder und Schwestern lieben. Das heißt, Gottes Leben wird dann besonders in dir pulsieren und seine Frische und seine Kraft und die Salbung des Heiligen Geistes und das Leben aus Gott wird in dir zum Zug kommen. Wann? Wenn du Brüder und Schwestern von Herzen liebst und das auch zum Ausdruck bringst. Denn wer nicht liebt, bleibt im Tod. Wahnsinn, oder? Das sagt der Johannes und er weiß, wie es geht. Der hat ja schon 60 Jahre auf dem spirituellen Buckel. Und er wusste, wenn ich aufhöre zu lieben, meine Brüder und Schwestern, ist der Tod im Topf. Und das ist nicht, was Gott will. Gehen wir zum zweiten Block. Ja, ich lese ja einfach nur vor. Zweiter Block. Jeder, der seinen Bruder hasst oder seine Schwester, also richtig Aversionen entwickelt, weil halt Leute auch ihre Macken haben, der ist ein Menschenmörder. Ich habe nochmal im Griechischen nachgeschaut, da steht eigentlich ein Menschentöter. Und ihr wisst, dass keiner, der andere Menschen tötet, ewiges Leben bleibend in sich hat. Und jetzt mal Achtung, hier muss ich mal kurz unterbrechen. Es gibt eine Irrlehre, eine richtige Irrlehre wird heute überall auch verkündigt, die besagt, sag's mal auf Englisch, once saved, ever saved. Einmal errettet, dann bist du immer errettet. Also wenn du dich einmal für Jesus entschieden hast, ist alles tutti frutti und paletti und du wirst auf jeden Fall in die ewige Herrlichkeit gehen. Und das ist eine Irrlehre. Weil wenn du nicht in der Liebe bleibst, bleibst du nicht in Gott und bleibst du nicht im ewigen Leben drin. In dem Moment, wo du aufhörst zu lieben, wirst du und anfängst zu hassen und Aversionen gegen andere zu entwickeln, gegen Brüder und Schwestern, in dem Moment steht hier geschrieben, sind wir einer, der andere tötet. Und der hat nicht das ewige Leben bleibend in sich. Es bleibt nicht drin. Was heißt, es bleibt nicht drin, es geht weg. So, das ist eine Irrlehre, once saved, ever saved. Aber das Gute daran ist, wir wollen ja, dass das ewige Leben bleibend in uns ist. Was ist die Antwort, lieber Johannes? Wir lieben die Brüder und Schwestern. That's it. Punkt. Nächster Vers. Hierin haben wir die Liebe erkannt. Also man kann Liebe erkennen. Dass Jesus für uns sein Leben hingegeben hat. Genauso sind wir, das heißt du und ich, jetzt schuldig, für die Brüder und Schwestern unser Leben hinzugeben. Das heißt, Liebe zeigt sich, indem wir praktisch uns für andere hingeben. Unsere Zeit, Kraft, Geld, unsere Liebe in sie investieren. Liebe ist nicht nur was Platonisches, was da oben im Hirnkasten abgeht, sondern es ist praktisch. Jesus hat sein Leben hingegeben und hat seine Liebe unter Beweis gestellt. Danke, Johannes, für diesen Tipp. Liebe muss unter Beweis gestellt werden. Es ist nicht irgendwas Theoretisches, sondern was total Praktisches. Und das kommt gleich im nächsten Vers. Wer aber der Welt Güter hat und seinen Bruder oder seine Schwester Mangel leiden sieht, Defizite haben, psychisch, physisch, finanziell, intellektuell, sozial, irgendwelche Probleme hat. Und man verschließt sein Herz vor ihm. Wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Und ich habe gedacht, oh Johannes, du bist echt, du hast so einen tiefen Einblick. Es kann also Folgendes sein,
dass da ein Jünger von Jesus ist, ein toller junger Mann, junge Frau in einer Church vor 2000 Jahren und lebt 10, 15, 20 Jahre voll mit Gott. Und da passiert eine dumme Sache mit einem Bruder, einer Schwester. Die kommt blöd von der Seite, macht irgendwas Doofes oder hat ihm eine Delle ins Auto gefahren oder was auch immer, was vor 2000 Jahren halt die Probleme waren bei den Menschen. Computer fallen lassen, kaputt. All das, was vor 2000 Jahren Probleme waren. Und dann sagt er, du bist ein, hättest du nicht. Und oh, das werde ich dir nie vergessen. Nee, nie vergeben. Oh, ich finde dich, du bist so unmöglich. Und dann sagt Gott durch den Johannes, Liebe kann wegbleiben. Wenn wir nicht in dem drin bleiben, was Gott uns anvertraut hat, zu lieben, zu segnen, und wir gehen weg davon, kann es sein, dass wir die Liebe zu Gott und das Leben komplett wieder verlieren. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten und mit der Zunge, sondern in der Tat und in der Wahrheit. Liebe ist praktisch. Wir hatten mal jemand hier in der Gemeinde, schon lange weg, nicht mehr da. Aber das hat mich richtig, darf ich euch das mal sagen, das hat mich richtig aufgeregt. Es war für mich fast unerträglich. Also derjenige hat oft, auf Schwäbisch würde man sagen, richtig Scheiß gebaut. Ist anderen auf den Keks gegangen. Weiß irgendjemand, wovon ich rede? Hat andere total genervt. Richtig, auch sündig und so weiter und so fort. Und dann, wenn die anderen gesagt haben, hey, das geht einfach nicht, du musst dich an die Regeln halten, du kannst das nicht so und so machen, kam derjenige und hat gesagt, aber ich hab dich so lieb. Da konntest du dann erstmal nichts sagen, bis du es durchschaut hast. Aber ich hab dich so lieb. Ja? Und wenn jemand kommt und sagt, da hat mich jemand so lieb, aber es war ein Trick. Es war eine seelische, nicht göttliche Liebe, weil die göttliche Liebe liebt nicht mit Worten, natürlich auch. Du darfst auch mit Worten das sagen, sondern in Tat und in der Wahrheit. Ich kann nicht mit Worten dir eine um die Ohren hauen und dich dann umarmen, aber ich habe dich doch so lieb. Ihr versteht, was ich meine. Liebe ist was Praktisches. Liebe hat was mit dem Tun zu tun. Hat was mit dem Alltag zu tun, mit Helfen, mit Dienen und nicht mit äußeren theoretischen Worten. Nächster Punkt. Und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Dann habe ich gesagt, lieber Apostel Johannes, das muss ich heute Morgen uns allen sagen. Lieben, einander lieben als Brüder und Schwestern ist keine Option. Also nicht, ich kann mal, mach mal und mal nicht, sondern es ist ein Gebot von Gott, ein Auftrag. Und jeder Sohn, jede Tochter von Gott hat diesen Auftrag und dieses Gebot von Jesus selber bekommen, den Bruder und die Schwester lieb zu haben. Auch wenn sie manchmal nicht so einfach sind. Wir machen mal einen Test jetzt, ich unterbreche mal ganz kurz. Wer kennt Brüder und Schwestern, nicht Menschen, die Gott gar nicht kennen, sondern wer kennt Brüder und Schwestern, die manchmal nicht ganz einfach sind? Würdest du mal kurz nur als Zeichen die Hand heben, nur mal ganz kurz. Und jetzt schaut euch mal um. Oh, der Johannes ist ein Menschenkenner gewesen. Und deswegen sagt er damals den Leuten, Freunde, ihr könnt euch das nicht aussuchen, ob du liebst. Du kannst nicht sagen, oh, heute habe ich Lust, nett zu meinen Brüdern und Schwestern und freundlich und zu vergeben und nicht bitter zu sein und das Böse nicht nachzutragen und nicht eifersüchtig zu sein. Ihr Lieben, das ist keine Option. Es ist ein Gebot von Gott. Es ist ein Auftrag. Das kannst du dir nicht aussuchen. Wenn du im Reich Gottes bist, ist es ein Auftrag von Gott für dich. So, und jetzt kommen wir zum letzten Block. Und der ist nicht minder spannender. Die letzten 5 Verse. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren
und erkennt Gott. Wow. In dem Moment, wo du lebst, ist es ein Zeichen, dass du eng mit Gott verbunden bist und ihn erkennst und ihn verstehst und weißt, was ihn bewegt und was wirklich wichtig ist und was wirklich ein Zeugnis ist vor der ganzen Welt. Was wirklich in der ganzen Welt gesehen werden wird, ist, wenn du liebst, wo andere nicht lieben. Und das ist ein Zeichen, dass du von Gott geboren bist, von Gott gezeugt bist, dass das Leben von Gott in dir drin ist, das Zeugnis ist, dass du liebst, dass du wertschätzt und hochachtest und freundlich bist und gütig und vergebensbereit. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Ich habe gedacht, wow, wer nicht liebt, wer nicht Brüder und Schwestern annimmt, auch mit ihren Macken, der hat Gott gar nicht erkannt. Denn Gott ist die Liebe. Wenn wir einander lieben, schreibt der Apostel Johannes, dann bleibt Gott in uns. Sag, wow, Gott geht nicht weg. Solange du lebst, bleibt Gott bei dir. Weil in dem Moment, wo wir aufhören zu lieben und uns entscheiden zu hassen und unversöhnlich zu sein und Hass gegen andere entwickeln zu lassen, in dem Moment zieht sich Gott zurück. Aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe wird in uns vollendet. Die wird immer stärker, die wird immer schöner, immer tiefer, immer powerfuler, immer wirkungsvoller, weil die Liebe ist die größte Kraft im ganzen Universum. Aus Liebe hat Gott dich geschaffen, aus Liebe hat er die Erde gemacht, aus Liebe hat er seinen Sohn am Kreuz sterben lassen, damit die ganze Menschheit erlöst sein kann. Ihr Lieben, die Liebe von Gott ist die größte Kraft. Und wenn wir lieben, bleibt Gott in uns und die Liebe in uns wird vollendet. Und wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst weiterhin seinen Bruder oder seine Schwester, dann ist er was? Er ist ein Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Denn wenn er seinen Bruder nicht liebt oder seine Schwester, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Heute Morgen kam jemand nach dem ersten Gottesdienst und hat gesagt, Peter, ich habe heute etwas verstanden. Die Woche, ich habe mit Gott einen Händel gehabt und habe ihm gesagt, Vater im Himmel, ich verstehe dich manchmal nicht, warum ich dich irgendwie nicht so spüren kann in dem und dem. Und dann sagte Gott zu mir, meine Liebe wirst du in dem Maß erleben, wie du andere liebst. Und dann kam sie in den Gottesdienst, saß im Gottesdienst, danach sprang sie, rannte sie nach vorne, hat mich unterbrochen und hat gesagt, Peter, das war die Antwort und die Bestätigung von dem, was Gott mir vor wenigen Tagen persönlich gesagt hat. Und wenn Gott zu einer Person mitten im Gottesdienst so redet, dachte ich, dann kann er es zu Tausenden heute Morgen, jetzt in diesem Augenblick auch tun. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder und seine Schwester lieben soll. Und ich habe gesagt, lieber Apostel Johannes, danke, dass du den ersten Johannesbrief geschrieben hast. Er erklärt, was Jesus in Johannes 13, 35 vor 2000 Jahren uns gesagt hat. Und er erklärt, dass die Geschwister zu lieben keine Option ist, sondern ein ultimativer Auftrag von Gott. Und ich habe mal zum Schluss Folgendes aufgeschrieben. Die Grundlage aller unserer Bruderliebe und Schwesterliebe, dass wir einander lieben, ist die persönliche Erfahrung von Gottes Liebe in unserem Leben. Ich war 20 Jahre alt, als ich in einem Gewölbekeller in Freiburg im Breisgau im Dezember 1987, glaube ich, war es, die Liebe von Jesus erfahren habe und ich wusste, diese Liebe ist so viel größer als die Liebe, die ein Mensch einem geben kann. Größer als die Liebe meiner Eltern, meiner Geschwister, von irgendwelchen anderen Menschen.
Sie ist so bedingungslos, so einmalig, so tief, so stark, so wunderbar. Und diese Liebe ist die Grundlage, dass wir einander lieben. Und diese Liebe muss man erkennen. Johannes schreibt, wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Diese Liebe muss geglaubt werden. Und der Apostel Paulus, der Freund von Johannes, der hat im Römerbrief, im 5. Kapitel, im 5. Vers Folgendes geschrieben. Er sagt, diese Liebe von Gott ist jetzt ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, sie ist jetzt in uns drin, in unserem Herzen. Und wir können uns, wir sollen ja, wir müssen uns entscheiden, dieser Liebe Raum zu geben, indem wir über sie nachdenken, indem wir sie tun, indem wir sie über andere ausgießen, indem wir uns entscheiden zu lieben. Und das an jedem Tag neu mit der Hilfe und Kraft des Heiligen Geistes. Und das funktioniert. Wenn du rausgehst, sagst, ich werde lieben. Wenn du morgen früh aufstehst, ich werde lieben. Weil seine Liebe ist in mir drin. Und ich bin hineinversetzt in das Königreich der Liebe des Sohnes. Das Königreich Gottes, das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe. Du bist umgeben von Liebe. Und Gott möchte dich ermutigen, dass du das tust, was wie nichts anderes ein Zeugnis ist in dieser Welt. Alle Menschen sollen erkennen, dass ihr seine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander praktiziert.